So. So, damit herzlich willkommen bei Goodbye Deutschland, die Auswanderer. Ja. Oh, wir haben mal Wasser. Was ist denn hier los? Hä? Wir haben mal Wasser. Ich kann aber nicht trinken. Da ist Wasser drin. Hä, dann ist das schon wieder bei... Oh. Bei mir sind die alle drei voll. Na super. Es geht schon wieder los. Ich habe immer Bugs. Warum? Warum? Weil du der Backmull bist. So, wir wollten ja in eine Höhle diesmal. Aber ich müsste eigentlich noch ein bisschen Zeug ablegen, ne? Mmh. Und wir brauchen noch einen Schrank. Ich nehm's einfach mit. Nee, ich will's nicht mitnehmen. Ich will looten. Ja, hier sind irgendwie nie Federn drin. Immer nur hier vorne in den Zweien. Da essen muss ich auch noch was. Naja, vielleicht finden wir unterwegs was. Ja, die scheiß Effigies von denen wegmachen. Ja, also war es eigentlich total sinnlos, das Effigy zu bauen. In dem Sinne ja, ne? Völlig bescheuert. Das funktioniert. So, Stöcke nochmal ablegen hier. Ich hab schon ein paar. Kurz meine Axt sauber machen, die ist schon wieder blutig. Ja, ich koch mir jetzt schnell drei Fleisch. Jetzt hast du schon wieder was drauf, ne? Nee. Ja, ich hab immer was drauf. Ich mach mir das mal schnell drauf. Gott. Oder? Lass mich erstmal schnell, nicht dass das wieder rumspinnt. So. Ja, dann hau ich mir auch noch eins drauf, oder? Und trinken tue ich oben am Teich, sowieso, dann kommen wir los. Ich hab sowieso Hunger. Ja, Giftpfeile hab ich auf jeden Fall einige. Die Rüstung habe ich, Heilung bräuchte ich noch ein bisschen. Aber vielleicht finden wir unterwegs mal Wasser, dann kann ich mir was mit. Also Heilung habe ich zur Not auch genug. Ich habe ja hier Ringhellblume, Gesundheitsmischung 5 Stück, mehr geht ja nicht. Kann noch welche herstellen und habe sogar Tabletten voll. Das ist einfach zur Sicherheit auch. Da kannst du essen. Jeder zwei, ja. Schön, Knete, Knete. So. Wie auch vielleicht einfach nur knetet. Ja, weißt du, wo noch eine Höhle ist? Ich glaube, ich weiß noch, wo eine ist, ja. Ich leg mal noch ein bisschen Rüstung ab. Zack. Trink oben nur noch was, liegt ja alles auf dem Weg. Stimmt, was hab ich denn oft. Warte mal. Jetzt mal kurz Rucksack gucken. Was hab ich denn auf der 4? Alkohol, nee. Auf die 4 hätte ich gerne mal den Speer. Zack. So. Kann wieder nicht trinken. Warum? Ach, wisst ihr was? Leck mich da am Arsch. Wir müssen ja auch noch Waschbären finden. Deswegen, wir müssen wirklich mal wieder hinter zu dem großen Dorf, wo wir vorher waren. Dieses ganz große. Und dort in der Nähe gibt's Waschbären. Können wir bis dahin erstmal wieder durchlatschen. Naja, lauf du vor. Okay. Alles kaputt machen hier. Alles. Ja. Ich finde es so schade, dass die Zähne jetzt an dem Knüppel nicht mehr dran sind, wenn du neu geladen hast. Aber also der Effekt ist noch da, aber ja. Die Grafik ist nicht mehr da. Nicht mehr, schade. Ah, die sind hier oben. Erstmal ignorieren. Und sind hier ein paar Babys? Ja. Nö. Die sind schon irgendwie mit der ekligsten. Richtig verkribbelt, ey. Können wir schon auf jeden Fall ein paar sammeln. Also in der Richtung müssen locker noch zwei Höhlen liegen hier. Da haben wir ja noch gar nichts. Ist es gerade ein Bär hier drin geworden? Also markiert ist er nicht. Wir können ja mal reingucken. Ich hoffe, es stürzt nicht wieder ab. Weil mir ist mal aufgefallen, weil ich ja meine Aufnahmen gerne mal angucke. Zweimal, wenn ich in eine Höhle gegangen bin, hatte ich die Abstürze. Ja, das ist wirklich, weil die Höhlen dann irgendwie geladen werden. Ich warte mal kurz, bevor ich weiterkletter. Ja, die kommen nämlich gerade hier oben. Wichser.
Gucken wir mal kurz. Naja, das. Ich sehe doch die ganze Welt. Ich sehe die ganze Höhle. Das stürzt doch gleich wieder ab. Ich glaube, wir waren ja schon. Also das ist der beste Grafikpark, ich sehe die ganzen Höhlen. Geil. Da ist das A-Loch, das sehe ich komplett. bester Bug, das hat die wieder nicht geladen. Hier oben ist jetzt alles schwarz. Ich gehe mal raus. Also hier waren wir eh schon, komm. So, jetzt haben wir Besuch. Na gut, dann muss ich noch wieder hochkommen. Mega-Anführer! Boxt euch doch gegenseitig. Oh, hier der Mutti. Babys. Ich höre da oben nur noch. Ich glaube, die hatten uns nicht markiert, weil wir ja eh wissen, wo sie ist. Alter, was machst du mit der da oben? Na, ich nehme die richtig ran. Mit meinem Speer. Das war ein bisschen hart gestoßen. Oh, da unten ist Muschel. Da unten ist so ein Dicker, den du immer wolltest. Was ist Trompusen hier? Ja. Geil, warte, so. Ich bin Hilfe, die boxen mich gerade. Ich bin gleich da. Ich hab nämlich keine Ausdauer. Aua. Ja, wenn ich rauskomme, hab ich auch keine Ausdauer. Ja, das war's. Ich will jetzt nicht die ganze Rüstung verlieren. Nee, geh ein bisschen zurück. Ja. Die Mutti hab ich, aber. Das war kleiner Mann. Kleiner Mann, Feuer machen. Oh. Warte mal. Ich nehme die mal kurz auf den Haufen. Wo bist denn du? Ich bin schon da, ja. Lass uns gleich nochmal Rüstung machen, oder? Hier vorne irgendwo liegt eine Mutti. Ja. Da unten am Strand, siehst du? Ja. Zombie! Zwei normalen. Ja, machen wir gleich. Komm, schnell Feuer. Warte, da können wir nämlich nochmal ein bisschen Rüstung. Ich habe nämlich auch nicht mal viel. Und leider jetzt nur zwei Stöcke, deswegen die heb ich gerade mal noch auf. Ja. Oh, jetzt wird das schon wieder Nacht? Ja, es wird schon wieder dunkel. Das geht doch gar nicht. Wir haben doch gespeichert. Irgendwie gerade komisch. Ich will mal fix Wasser da unten, wenn das geht. Oder die haben das Spiel aus verschiedenen Bugs erstellt. Und daraus ist ein Spiel geworden. Und das hier ist mehr Wasser. Gut. Zombie! Oh, ich mach gleich mal Giftpfeile. Ich nehm normale Pfeile. Oh, ich hör ihn schon. Er kommt. Warum auch immer meine Pfeile brennen, ich hab keine Ahnung. Oh! Das ist eigentlich ein Riesenbaby. Was war denn das? Wir haben gleich. Aua! Wir haben gleich. Aua! Der hat mich voll weggehauen. Oh, der haut aber die Rüstung. Wir haben. Ja. Nice. Ja, damit. Warte. Ja, rennt mal irgendwo hin. Bist du witzig, du Scheiß-Troll. Verbrenn den gleich noch. Komm. Ja. Willst du noch irgendwo hin liegen? Warte mal. Hab ich den gekillt. Und dann kannst du dir jetzt die ganzen Knochen noch nehmen? Ich weiß nicht, wo ich den anderen gekillt habe. Ja, wir können noch lange nicht schlafen. Ach ja. Wir können noch lange nicht schlafen, aber es ist schon wieder Nacht, ein Scheiß. Ja, ist doch egal. Egal, mach mal einfach durch. Ja. Oh, Mutantenrüstung kann ich einstecken. What? Naja, von der Virginia auch noch. Easy. Oh, hier.
ihres Nase. Hm. Mach ich mal gleich noch Fleisch, klar. Warte. Ich hab hier was gefunden, da war einfach. Ja. Da war ein toter Lizard, einfach so. Ich glaube, irgendwie mal aus Versehen erwischt oder so, beim Fight. Der Dicke ist drauf geklatscht. Hm, oder so. Macht der eine Rolle, also als wenn der hier der übelste Sportler ist. Eigentlich müssten wir gerade den Kopf zurückbringen. Wollen wir das schnell machen, komm. Stimmt. Aber von der Virginia kann man keinen Kopf abmachen, doch. Oh doch, komm mal. Haben wir das nicht gemacht? Sind wir dumm? Ist der Grafikbug immer noch, dass ich den jetzt irgendwie bei mir am Arsch halte? Hinter dir, Achtung! Oh, zwei Muttis! Oh, ein ganzer Harem! Boah, drei Muttis! Vier Muttis! Was ist denn jetzt los? Ronja, du musst mit einlocken! Da hat irgendwo einer Feuer. Ja, ja, unten. Hier hinten. Seht ihr nicht? Lol, da zündet seine eigenen Leute an. Voll Idiot. Der bescheuert. Der hat seine eigenen Leute platt. Ist irgendwo noch eine Mutti. Oh, hier unten. Der lebt immer noch. Vergiss es. Aua. Wie lange brennt denn das? Nicht lange. Das haut dann trotzdem die Rüstung gut runter. Da können wir gleich noch mehr verbrennen, haben wir noch mehr Knochen. Geil. Noch welche, Alter, was ist denn jetzt hier? Jetzt ist mal Schluss, du Wichser. Komm ran! Du bist nix. Hält dir fest. Du alleine gegen uns, wehe, mein Freund. Na, da kommen noch einer. Kommen noch welche. Ja, schon tot. Oh ja. Weiß. Bleib hier! Deusnase! Komm zurück, du Penner. Ich zerhack dich. Den legen wir auch kleiner drauf. Alter! Meine geistige Gesundheit müsste einfach komplett im Arsch sein. 27%. Die boxen mir die ganze Rüstung runter. Also warum stelle ich die überhaupt her? Das bringt doch nichts. Ohne die wärst du tot gewesen wahrscheinlich. Ja, aber das ist doch Wahnsinn. Mann, geht das mir auf den Piss. Ich will unbesiegbar sein. So. Ja, kannst du noch einiges an Knochen einpacken? Ich hab einen Fleischrock an. Ja, das sieht so bescheuert aus. Grafik haben sie nie gefixt von dem Ding. So, ja, egal, bringen wir den zurück. Ja, die Zeit nehmen wir uns. Geht. Ich weiß gar nicht mal, wie ich springe. Das beste Sprunggeräusch oder Runterfallgeräusch in Oblivion. Ha! Ja. Ha! Bäh. Bäh, ist das ekelhaft. Ich springe irgendwo runter. Das sieht so bescheuert aus. Gib mir den mal. Du kannst das auch noch mal sehen. Du hast da eine Art Tumor. Willst du mal aufstechen? Ekelhaft. Na geil, da haben wir unsere erste Trophäe. Unsere erste richtige. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der mit am seltensten kommt. Die anderen zwei kommen viel öfter. Das ist ein riesiger Hoden. Ein riesiger Schlenkerhoden, hä? Hier liegen Knochen rum. Da ist Warum? Saft in. Da ist richtig Saft in der Eier. Boah. Ach so, was für ein. Das kannst du aber wissen, mein Freund. Ach so. Hau mal hin.
der Hasenkopf. Es ist... Nee. Shit. Oder die Masche auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite die... Baut doch gleich mal alle drei an. Komm. Ihre. Oh ne, also den Babykopf brauchen wir ja auch noch. Hä? Ja, lass fallen, dann mach ich. Geht nicht. Ah. Jawoll. Der Hasenkopf da drauf, gell. Alter. Den müsst doch komplett zerruppen. Oh ja. Hallo. Ja, den wollte ich gerade. Egal. Ich. So. Auch mal ein bisschen Rüstung. Ja. Eigentlich möchte ich mal was zu essen und zu trinken. Wisst was? Ich suche mir fix oben jetzt ein Wildschwein. Hol mir hier ein bisschen Wasser und dann pennen wir hier halt doch nochmal. Dann ziehen wir nochmal los. Oder vielleicht braucht man nicht mal pennen. Die Axt wieder sauber machen. Wow. Wow. Ist da kaputt. Och, endlich mal 12 Federn gefunden. Was hab ich denn jetzt gemacht? Wie hab ich das denn gemacht? Das ist ein Zauberer. Das ist der Zauberer von Wu. Das ist der Beste. Definitiv. Boah, die Knochen, es ist so heftig. Ich habe auch noch 15 einstecken, glaube ich, oder? Wie viel habe ich? 11. Komm, ich leg jetzt die ab, komm. Ach so, waren nicht mehr viele. Okay. So, wir wissen ja mal so ein komischer Beatmatz. Da haben wir wenigstens mal wieder eine Nachtfolge mit drin. Also wir gerade ein Lagerfeuer hier oben bauen, weil es kalt ist. Ich komm mal mit hoch. Da noch ein paar Sticks. Du hast Durst, finde sauberes Wasser. Bei mir auch. So haben wir eigentlich gerade so ein scheiß Wildschwein. Die rennen das aber auch viel hier oben keins. Rum, ne? Sonst. Das ist hier natürlich keins. Vorhin, wo hier oben auch so viele kamen, wo wir gefightet haben, da war nämlich auch eins, das haben sie aber verscheucht. Einfach nichts. Da ist nichts. Das war's. Hm. Da esse ich jetzt Blaubeeren. Waren die noch? Ja, dann hole ich mir hier vorne wenigstens Wasser. Wo waren denn die Blaubeeren? Da bin ich wieder ein Stein. Nee. Ich probier's mal. Eine Ruhe gerade, das ist richtig unheimlich. Wow. Rink. Rink. Rinkelblüme. Rink, mein Ding. Ah hier. Ja, aber ich greif dir ein scheiß Wildschwein an. Haha. Boah. Der Perl, dein Fleisch. Und deine Haut. Du bist ekelhaft. Den Kopf haben wir doch auch noch nicht. So, komm. Ich mach mir erstmal was zu essen, dann kannst du das Ding anbauen. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Irgendwas haut hier nicht ganz hin. Unser Effigy ist gar nicht da. Stimmt. Unser Effigy ist weg.
Ist das abgebrannt oder was? Hier die Knochen nehme ich auch rumlagen. Stimmt. Oh nö, na dann müssen wir, bauen wir so welche. Das ist natürlich Müll. Das ist ja richtig bescheuert. Wie kommst du bitte hier rein? Willst du mich verarschen? Ja, genau, du bist hier drinnen gespawnt oder was? Mhm. Willst du mich verarschen? Das ist bescheuert, ey. Das ist ja Bastard, ey. Toll, wieder ganz Rüstung runter. Wenn der hier drinnen gespawnt ist, genau, mein Freund. So, es ist schon wieder bescheuert. Ich finde die nicht. Wo sind denn die Köpfe? Hält nach oben. Das ist doch sogar da, bei diesem komischen Tierkopf. Den Möbel mit. Kopftrophäe, ja, ist egal was. Richtig. Aha. Okay. Ja. Binde weh. Gut. Dann mache ich gleich wieder eine Rüstung, mein Freund. Das kannst du aber wissen. Der kleine Hasenkopf, ich komm da drauf nicht klar. Beste Trophäe immer, ey. Ja. Oh ja. Oh, ja, jetzt ist es so früh. Ich getrunken hab ich. Komm mal wieder los. Ja. Warte nur noch, bis der voran ist. Oh. Oh, das ist halt eine längere Aufnahme, ist egal jetzt. Mm. Wir wollten ja unbedingt noch mal in eine Höhle rein. Oh. Ich gebe noch mal ein paar Stöcke ab. Oh. Da komme ich hoch. Nee. Ja. Da passen doch noch viel mehr rein. Was soll denn das? Hm. So, Knochen noch ablegen. Zack. Kannst du vorstellen, der braucht 100 Stöcke, um so ein Ding zu bauen, und legt dann einen Stock rein. Das wäre wohl seine Logik. So, okay, also. Scheiße, ey. Also, die Effigy ist dann. Das ist doch völlig bescheuert, ey. Du müsst dich ja ab, so ein Ding zu bauen. Und dann brennt dir das einfach weg. Hm. Und hat sie nicht mal abgeschreckt? Also, ich hab nichts gemacht. Hm. Müll. Damals waren die wenigstens endlos, ja. Das Feuer ging dann nach einer Zeit aus. Aber du konntest es dann wieder anzünden. Hm. Oh, da vorne ist schon wieder einer. Mal schon Ausdauer aufladen, wenn der uns langsam entgegenläuft. Ne, der läuft weg. Ja. Vielleicht geht er nochmal spazieren. Jetzt knallt's. Zugriff, Marco! Komm! Jetzt ist ja Schluss. Aha. Schlage steht Zähne raus, ey. Und einfach, weil es so schön ist. Jetzt machen wir hier einen Zugriff, jetzt ist nämlich hier Schluss. Anzeige ist raus. Ja, dann verlassen jetzt nichts als VW, ist dumm. Was hält denn das hoch? Da ist doch nicht. So. Das ist jetzt die schlimmste. Waren wir in der Höhle schon? Ja, die ist blau. Ja. Wir hatten die nur markiert. Warte mal, ich guck mal kurz rein. Das kann auch sein. Guck du mal nach, ja, bevor es bei mir wieder buggy ist. Oh, Schildi. Nee, wir waren noch nicht hier, weil bei mir werden gerade Passagiere markiert. Okay, warte. Ich will die Schildi gleich mitnehmen, da haben wir nochmal. Das ist alles voller Schildis. Kannst du Geld sammeln, Mario? Einfach gegen eine Leiche schlagen. Manni! So, komm her. Warte. Da kann ich noch mal eine Bombe bauen, denke ich mal. Hoffentlich ist es hier nicht Maggi. Jetzt gucken wir mal.
Ich hoffe auch nicht. Okay. Also, für eine Bombe brauchte ich Leiterplatte. Dann, jetzt geht's was los. Hier? Uhr, warte mal, wo geht's mit den Uhren? Bin ich gerade blind? Ja, bin ich. Ich bin immer blind. Ich sehe gerade diese verdammten Uhren nicht. Willst du mich verarschen? Neben den Kassetten. Ach, hier, ja, weil da Sprengstoff bei mir davor ist, deswegen. Okay. Eine Münze. Was noch? Alkohol. Warum auch immer der Alkohol für eine Bombe braucht. Das warst du. Ich dachte, das war eine Leiche. Och, Mann. Das macht ja keinen Schaden, oder? Doch. Nee, macht's nicht. Oh Gott. Gott sei Dank. Aber was? Ich hab 1760 Münzen. Ja. Ich bin viele. Ich hab, glaube ich, übelst viele. Warte. 1697. Mario, da unten ist Muschi-Klaus. Virginia. Zusammen mit zwei. Vielleicht können wir die von hier oben ein bisschen wegpfeffern. Ring. Ja. Wo ist Muschi Klaus? Vorne. Sehe ich nicht. Muschi Klaus? Die zwei sind. Nee, Galoppelheinz. Stimmt. Galoppelheinz steht da. Wollen wir mal einen Molli schmeißen? Beim Komm, wir finden so viel Zeug. Ich schmeiß jetzt Mollis. Warte. Die vier, nee, die drei. Warte. Pass auf, jetzt knallt's hier nämlich. L? Ich weiß bloß nicht, wie ich werfen muss. Ah, warte mal. Ah, ich komme nicht bis hin. Das haben sie extra so gemacht. Das switcht dann. Komm. Warte mal. Warte. Probier mal so. Nee. Die Arschlöcher. Wow. Jetzt ist mich beinahe angezündet. Also, ich hab versucht, mich anzuschleichen, ging auch nicht. Oh. Ach du Gott, jetzt knallt's. Hallo, willkommen. Mach gleich mal die Kleinen weg. Das ist so ein großer. Das ist so ein blauer. Ja. Oh. Ruhig dich, Galoppel. So, warte, ich zünden an. Hab mir erstmal vergiftet. Warte. Ja, genau. Warte, ich versuche reinzulocken. Komm her. Aua. Scheiße. Er hat mir drei Rüstungen weggemacht mit dem Schlag, ne? Nice. Locken ein bisschen. Warte, ich blocke weiter. Blocke einfach weiter. Ganz gut aufhauen. Voll die geile Taktik. Boah, was hält der aus? Er ist halt so ein Blauer, ne? Oh, jetzt hab ich keine Rüstung mehr. Der hat alles runtergeboxt, gell? Oh ja, der haut richtig zu. So. Noch mal vergiftet. Jetzt, ja, das war definitiv so ein stärkerer. Also diesmal spielen wir das Spiel nicht so locker durch, glaube ich nicht. Ich werde dauernd sterben am Ende dann. Das war's. Scheiße. Ich hab mir jetzt nochmal ein bisschen Rüstung angezogen. Boah, sag mal! Du hast dem Zahn ausgeschlagen. Das hier ist diese große Höhle, die ich meine, wo du von so weit oben runter gucken kannst. Das ist die. Ich glaube, hier gibt's nämlich auch die Kletterausrüstung. Sieht ja schon so aus, ne? Oh, die gab's hier. Nice. Ich liebe diese Höhle, ey. So geil gemacht. Boah, wie kann ich nochmal springen? Ich weiß es nicht. Das ist wieder ein Teil von Timmys Spielzeug. Ich
weiß wieder nicht, wie ich springen kann. Leertaste. Oder? Leertaste? Nee, also bei mir ist es auch der Leertaste. Ich stell doch immer alles um. Stell wie? Mal schauen, ob wir diesmal alle Teile von Timmys Spielzeug finden. Ich glaube, Mojo, dann ist es vielleicht doch für dich gut, dass du vielleicht auch mal auf eine Waffe mit Blocken umsteigst. Weil das Blocken ist richtig gut. Ich merke das jedes Mal wieder. Du kriegst null Schaden, wenn du blockst. Ja, dann nehme ich die große Axt. Und bau dir die ein bisschen um noch, entweder mit mehr Schaden mit Zähne dran oder dass die schneller ist, mit Federn. Wenn du Federn und Harz dran baust, wird die schneller. Große Axt ist ja, glaube ich, auch zum Blocken. Ja, die ist zum Blocken richtig gut. Geht nicht. Geht nicht? Ja. Ja, du musst noch Harz mit dran machen. Ah. Federn und Harz. Mal ein bisschen weiter. Kriegen wieder überall Hände rum. Nutzt sich das irgendwann ab? Nee, das bleibt. Also bei mir dürfte es auch nicht mehr höher gehen, oder? Ich guck nochmal. Nee, ich kann meins auch nicht weiter ausbauen. An meinem sind ja hier komplett die Zähne dran. Ist dann halt nur nicht mehr. Da vorne war auch was zum Runterklettern, ne? Ja, ich wollte erstmal hier lang. Hier ist nochmal was zu trinken, Mojo. Oder was? Hm. Ist jetzt auch mal was. Ah, und hier haben wir wieder Stoff. Alter, nice. Richtig viel wieder. Ja. Oh ne, Babys. Hier. Ja. Ja. Babykopf mitnehmen. Geht das? Nee, also nicht von hier. Achtung. Ja, die kann man zum Beispiel besser mit dem Speer killen. Haufen Kisten hier. Seile nochmal. Ich noch irgendwas aus Seil eigentlich herstellen? Ey, ich habe fast alles hergestellt, ne? Mhm. Mir fehlt nur noch dieser Wärmeanzug. Ja, Dynamit. Nice. Leuchtfackeln. Ich weiß, dass man mit Leuchtfackeln... Oh. Stimmt, es gab doch diese Leuchtpistole. Die haben wir ja auch noch nicht. Ja, stimmt. Reparaturwerkzeug. Gibt's ja auch noch, stimmt. Brauch mal, brauchen wir, glaube ich, aber gar nicht. Kann man hier Wasser mitnehmen? Ich will nur mal kurz gucken. Ich denke nicht. Nee, kann man nicht. Schade. Okay. Okay. Ja, siehst du, hier brauchst du nämlich auch schon eine Kletterausrüstung. Ja. So, irgendwo runterklettern. Ah, müssen wir ganz da unten. Ich glaube, ganz unten war die. Also eine Leiche dann. Achtung, hier geht's nur ganz kurz runter. Ja. Dass wir dann runter... Ah. Das ist eine Stelle für dich, Mario. Oh nein. Nicht runterfallen. Ist nicht weit, aber... Ich bin nicht, ja. Ja, ich muss das halt blöd belegen, weil hier sind nicht irgendwas? Alle Tasten bei dem Spiel. Ein Foto von irgendeinem Schatz oder sowas? Muss irgendwas vergraben sein oder so? Na toll, das ist ein Wald. Toll. Hier geht's auch hoch. Und wieder hier, wo man Pistolenteile findet.
Denke ich ja, mal. Ja, aber da sieht man einen Baum. Toll. Mm. Also. Naja, wisst ihr jetzt nicht, wo das ist? Nee. Also ich weiß das sofort. Okay. Ah, darüber müsste man dann mit der Kletterausrüstung, da kommt man noch nicht hin. Ey, geht hier nicht weiter? Geht hier nicht irgendwo nach unten? Bin ich grad blind? Nochmal. Number? Naja. Hier geht's nirgendwo weiter. Hier kann man nur mit der Kletterausrüstung weiter. Ja. Toll. Klettersimulator. Mm. Ja gut, aber wir hatten ja noch eine Stelle, wo wir hin können. Mhm, da geht's jetzt irgendwo wieder hoch. Boah. Ich bin mir sicher, dass man auch ohne Kletterausrüstung ganz runter kam. Nee, lass mal. Ja, das glaube ich dir. Aber das mache ich nicht. Warum nicht? Ja. Da kannst du ruhig mal ein bisschen netter sein, ja. Hier gibt es bestimmt noch mal ein bisschen Zeug. Ich glaube, das war die Stelle, wo hier so ein bisschen Zeug rumliegt. Hab. Die Farbe. Ah ja. Training Order. Irgendwie so eine Art Bestellung oder sowas wahrscheinlich. Guck mich mal an, mach. Hm, ich auch. Warte mal ganz kurz, bin sofort wieder da. Hä? Hab ich jetzt einen Knochen in der Hand? Finde ich Uga Aga machen. Na gut, jetzt sind wir wieder hier. Hm. Das ist hier doch nicht die Kletterausrüstung, also braucht man hier die Kletterausrüstung. Oh. Okay, also hier wieder runter. Na, da haben wir die aber schon mal. Nee, da kam man doch gerade her. Bei der Höhle hier brauchst du die Kletterausrüstung. Nee, ich meine, da haben wir es aber schon mal geklärt, da haben wir den Schweren schon mal tot gemacht. Mm. Oh Gott, hier komme ich doch nie rüber. Ja, das war's. Nee. Hä? Oh oh, nein! Ich hänge jetzt auf dem Vorsprung. Hast du jetzt gemacht? Da kann man nicht rüberspringen. Hä? Wo bist denn du hin? Ich bin wieder ganz oben. Was ich wollte zurückspringen, aber das geht nicht. Jetzt hänge ich hier unten fest. Das war's. Jetzt kannst du nur ganz runter springen wahrscheinlich. Vielleicht ist da unten irgendwo Wasser, dass man reinspringen kann. Ja, jetzt bin ich erstmal safe, aber ich komme nicht wieder hoch. Oh Gott. Komm ich hier irgendwo wieder hoch? Ich steh da irgendwo ein Seil, kannst du ja mal gucken. Kann ja sein. Ich seh dich, warte mal. Ah, komm doch, komm zu dir. Hä, ich steh? Ja, ich seh dich, warte mal. Geh mal hier runter. Aber hier ist kein Seil. Ja, jetzt bist du dort in der Stelle, wo man die Kletteraxt braucht. Scheiße. Also komme ich jetzt hier nicht mehr raus. Na doch, du musst. Hä, nee, warte mal. Hä, wie bist du da hingekommen? Guck mal, kletter mal nach oben. Wo kommst denn du da hin? Ja, da, wo ich runtergefallen bin. Oh Mann.
Und da unten war nichts weiter, also ganz unten hier. Hast du da mal geguckt? Wie ganz unten? Ja, mal nach unten gehen. Da vielleicht die Kletterausrüstung, das kann ja sein. Ja, aber wie soll man sonst da hinkommen? Oh Gott. Ich bin jetzt hier auf der anderen Seite. Ja, ja. Da, wo wir probiert hatten, aber hier geht ja kein Weg nach unten. Hier ist Licht. Ja, da muss man auch wieder klettern. Aber es geht noch weiter runter, warte mal. Aber guck mal dort bei dem Licht, ob da irgendwas ist. Da irgendwas? Nee, nee, da. Ne? So, ich kletter mal ganz runter, hier geht noch eins runter. Ja. Vielleicht ist er wirklich hier unten. Dann könntest du dich auch da runter glitschen, in der Mitte, wo wir gesprungen sind. Das geht. Hm. Nee. Hier liegt jetzt nochmal ein Buch mit Bibel. Und hier brauche ich auch wieder Kletterausrüstung. Nee, scheiße, ich hänge hier fest. Noch weiter runter geht's doch nicht? Nee, das wäre tödlich. So. Scheiße. Mann. Mindest nur probieren, von der Stelle aus hier rüber zu springen. Dort, wo man klettern muss. Das war doch nichts. Das ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Weil die Höhe sozusagen ist bei dir höher als bei mir auf der Seite. Das ist ein kleines Stück höher. Das glaube ich nicht. Das, ja, das wird schwer. Also das musst du echt perfekt timen, den Sprung. Das war's wird. Mann. Nee, das ist viel zu weit. Vergiss es. Du könntest nur probieren von oben. Ich belebe dich dann halt wieder. Oh Gott. Damit du da halt dein Zeug nicht verlierst. Das kann von da oben hier rüberspringen, dann geht's natürlich down, ist klar. Das geht, ne? Aber dann, ja, ja, und dann kann ich dich ja wiederbeleben. Scheiße, ist das krank. Okay, warte, wo bist du? Ja, hier, hier, unten. Okay, ich springe. Anders geht's ja jetzt nicht. Marco! Du bist runtergefallen. Du bist bei mir ganz unten jetzt. Du bist jetzt down, oder? Das war's. Du down? Ja. Ja. Scheiße, ich komme aber auch nicht an dich ran. Alles weg. Oh. Jetzt bin ich komplett tot, ne? Naja, ich komme nicht an dich ran halt. Wenn ich da jetzt runterspringe, ist mein Zeug auch weg. Weil ich komme ja dann nicht hoch. Damit ist Forest für mich pausiert, auf jeden Fall. Es ist alles weg. Da habe ich keinen Bock. Da ist das erstmal pausiert, auf jeden Fall. Ja, ich hab nichts mehr. Machst aber auch Sachen. Anstatt einfach mit hochzuklettern, springt er da irgendwo rum. Das war's. Du bist ein Zugbuch, ey. Ich geh wenigstens zurück zur Base. Und jetzt bock ich erstmal rum. Bock mich. Ich dreh jetzt auch die Cam weg. Ja. Oh, Zauber, ey. Nee, natürlich. Unglaublich, ey. Das gibt's nicht, ey. Ja, aber das war unsere einzige Chance, aber du bist irgendwie, du hingst da irgendwo an der Wand, an der unsichtbaren Wandbank fest, an der Alpha-Wand oder so. Du bist irgendwie genau an mir vorbeigefallen. Lass mich in Ruhe. Boah, du kannst gar nichts dafür. Mutter, ey. Nee, weil das, nee, du weißt, wie das bei mir ist, weil das ist wie bei Scum. Wenn alles weg ist, habe ich keinen Bock mehr. Ich müsste auch die ganze Ausrüstung holen in einer leeren Höhle, wo nicht mal mehr Feinde sind. Ich renne da durch eine leere Höhle. Also, nee. Keine Ahnung. Vielleicht war es das dann auch. Also, leider. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, weil. Nee. Alle Höhlen nochmal. Nee. Geht doch fix. Ja, das ist aber langweilig. Das können wir auch offscreen machen. Müssen wir doch nicht aufnehmen.
Ich pausiere es einfach als Playlist erstmal. Keine Ahnung, was passieren wird. Naja. Immer ich. Immer. Hey, du hast aber auch selber Schuld. Nö. Doch. Ja, du bist schuld. Ja, jetzt sind ja natürlich Gegner. Geht doch weg, ey. Blöder Nazi. Recht mich jetzt öff. Die sind alle schuld hier. Ja, tötet mich gleich nochmal. Jetzt kommt der hier angeheult. Yeah! Ich hätte auch mal mein Essen und Trinken auffüllen sollen. Ich habe ja nicht mal Leben und Essen. Ich bin einfach gleich losgerannt. So, herzlich willkommen beim Überlebenssimulator. Ich lock hier aus. Das bringt nichts, die töten mich sonst. Stimmt, lock einfach mal aus. Und speichern. Und dann speichere ich nur meins. Immer raus ins Hauptmenü. Ja, bin ich. Warte mal, jetzt komm, dann testen wir das mal. Und ich speichere meins jetzt mal. Ja. Ich hoffe, dass er dann deins nicht speichert. Theoretisch nee, sollte er ja nur meins speichern. Genau, weil es steht ja immer da, neu oder so. Also speichert er deinen Charakter. Machen wir mal. Komm, wir testen jetzt. Ja, dann ich gehe mal schnell zurück. Ich wollte mir eigentlich gerade irgendwie Wasser nehmen, aber irgendwie geht das nicht. Dann mach ich schon gleich. Genau, ich weiß noch gar nicht, wie ich die Folge nenne. Ich bin ein Steiner, das hatte ich schon so oft. Ach, keine Ahnung. Bist ein Zugbuch. Immer falle ich irgendwo, oder? Das war bei Scum schon, ja? Renn in so ein Baustellengebäude da und renn da rum und oben ist natürlich ein Treppenhaus, was noch nicht fertig gebaut ist und ich falle in so einen tiefen Schacht runter, das war's. Also, nur so eine Dinger immer bei mir. Das ist doch bekloppt. Hier dasselbe. Falle ich bis ans Ende der Höhle darunter. Das gibt's doch überhaupt nicht. So, ich hab mal gespeichert. So, zurück zum Hauptmenü. Dann gucken wir doch mal. Theoretisch dürfte er deins nicht gespeichert haben. Spiel hosten. Weiterspielen. Stelle Lobby. Freunde einladen. Stein. Ja. Spiel starten, nochmal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Und der Zugbuch OW hat doch noch seine Sachen. Es kann natürlich auch sein, dass es gespeichert hat beim Sterben. Das machen ja manche Spiele. Ja, das war's. Naja, das war bestimmt die letzte Folge, pass auf. Macht aber nichts, weil wir wollen dann nämlich Raft spielen als nächstes. Du hast ja eine Sachen. Du hast sogar deine Rüstung und alles. Oh, da haben wir wenigstens einen kleinen Trick. Also wenn mal einer wirklich stirbt, dann machen wir das so, oder? Immer so machen. Alles gut. Dann hat er halt den Erfolg von der Höhle nicht, weil dann fehlen dir auch die Sachen von der Höhle. Theoretisch müsst man noch mal rein, weil dir dann diese Zettel und alles fehlen können. Ja, aber die... Aber wir gehen ja eh noch mal rein. Da müssen wir ja eh noch mal rein, richtig. Das ist ja jetzt kein Ding. Passt doch. Gut. Aber wir sind jetzt bei 48 Minuten. Nur durch mich wieder, weil ich so einfach nur ein Weil du Amöbe bist, das Buch bist. Du bist einfach nur so ein Buch. Du liegst da und machst nichts. Richtig. Einfach nichts. Ich bin quasi ein Stein, der atmet. Da ist nichts. Das Problem ist jetzt auch noch, es hat vor uns geregnet, wo ich ausgemacht habe. Jetzt regnet wieder nicht mehr, wegen diesem scheiß Buch hier, ey. Dafür hast du einen Schlag verdient, komm. So. Okay. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen bei dieser Zugbuchfolge und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, tschüss.